Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video heute. Es gibt heute ein First Impression Video. Ich habe nämlich eine interessante Natasha Denona, und zwar die neue Natasha Denona Palette. Die möchte ich unbedingt heute ausprobieren und ich habe hier noch weitere Produkte, die entweder in Adventskalendern waren, die ihr in Hauls gesehen habt oder die ich noch länger bei mir habe. Und genau, ich hoffe, euch interessiert das. Wir gucken uns die Sachen heute an und schauen mal, was davon ganz gut ist. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst, falls ein paar Katzen oder so sind, mein Sohn ist wieder nebenan. Der Penta, der ist diesmal nicht in diesem Raum, sondern nebenan, weil hier konnte er irgendwie eben nicht pennen. Ich bin schon die ganze Zeit dabei, ihn zum Schlafen zu bringen. Jetzt gerade schläft er, ich weiß natürlich nicht, wie lange das der Fall sein wird. Ja, aber wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe schon eine Base drauf, also Creme meine ich in dem Sinne. Und wir fangen jetzt heute direkt mit der Foundation an. Und da habe ich eine neue, und zwar die neue von Catrice, die Invisible Cover Foundation. Natural Matte Finish. Matt ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ja, ich bin gespannt. 16 Stunden soll sie halten. Sie soll Hydrating sein. Das interessiert mich. Ich habe jetzt die Farbe 005W genommen. So sieht die Farbe aus. Ich habe gedacht, das passt am ehesten zu mir. Ich hatte nämlich noch die kühlere Variante in der Hand. Aber die sah schon sehr kühl und fast richtig krass weiß irgendwie aus. Dann fand ich irgendwie die doch besser. Wir gucken einfach mal, ob es ein Fehlkauf war oder nicht. So sieht die Foundation auf meiner Hand aus. Ich gehe da mit dem Finger rein und trage mir die erstmal so ein bisschen grob auf. Ich bin echt gespannt, ob das die richtige Wahl war mit der Foundation. Ich war mir, wie gesagt, mit der Farbe sehr unsicher. Ich finde persönlich, ich bin eigentlich mehr so ein neutraler Hautton. Aber wie gesagt, das Kühle, das sah, finde ich, so aus, als würde das nicht zu mir passen. Wir schauen mal. Und ich hoffe, dass sie nicht zu matt ist. Also, weil gesagt, das ist jetzt eigentlich nicht so das, was ich anstrebe. Aber ich wollte sie dennoch einmal testen. Ja, mal schauen. Wir werden es sehen. Ich habe mir sonst, glaube ich, gar nichts aus dem neuen Catrice-Sortiment gekauft. Weil es spricht mich alles irgendwie gar nicht an, was neu ist. Früher war das gar nicht so. Da gab es wirklich ein paar Sachen, die mich interessiert haben, immer bei den Updates. Aber inzwischen weiß ich nicht. Könnt ihr mir gerne auch mal sagen, wie ihr so die Entwicklung in der Drogerie findet. Ich finde es auch schade, dass so wenig Paletten momentan rauskommen. Das heißt vor allem in LEs. Ich finde, LE-Paletten waren immer richtig schön. Und das ist hier wirklich eine Seltenheit geworden. Es gibt wirklich mehr die Creme-Produkte gerade und Teint-Produkte. Aber ja, Lidschattenpaletten sind irgendwie sehr rar geworden. Deswegen ja, shoppe ich momentan auch, sag ich mal, mehr Indie-Brands oder High-End, aber tatsächlich momentan mehr Indie. Ja, mal gucken, ob sich das irgendwann wieder ändert. Aber ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte mal gerne wieder so eine richtig tolle Paletten-LE zum Beispiel. Damals gab es die von Catrice Essence and Love. Und die fand ich tatsächlich immer ganz cool. Davon hatte ich auch erst gestern eine Palette benutzt und die war richtig gut. Deswegen fände ich das echt schön, wenn die das mal wieder machen würden. So, ich würde sagen, der Farbton passt ganz gut, wenn man so zum Hals guckt. Das geht ganz gut ineinander über. Und ich würde sagen, dass die Farbe auch ganz gut passt. Klar, da muss jetzt gleich noch ein bisschen andere Farbe ins Gesicht so. Aber ansonsten, so vom Farbton her, würde ich sagen, sieht das wirklich gut aus. Die Foundation gibt es ja, glaube ich, auch in richtig vielen Farben, was ich cool finde. Natürlich nicht alle in der Theke, sondern eher online, was man ja auch verstehen kann. Ist natürlich trotzdem schwer, online die richtige Farbe mal auszuwählen, aber gut, die habe ich im Laden diesmal gekauft, sonst kaufe ich tatsächlich die meisten Sachen auch online, aber das nicht. Ich gucke gerade mal unter euch, ist irgendwie ein Spiegel. Also sie sitzt nicht schlecht, aber so um die Nase rum setzt sie sich ein ganz bisschen ab, aber es geht tatsächlich. Also da habe ich sonst weitaus schlimmere Sachen. Ich finde, sie sitzt bis jetzt ganz gut und ich finde auch nicht, dass es totmatt ist. Ihr seht doch hier noch diesen Glanz, oder? Ja, das sieht man, glaube ich, ganz gut durch die Lampe. Klar kommt es jetzt durch die Lampe. Aber wäre das jetzt totmatt, würde ich auch das nicht mehr sehen. Von daher finde ich das ganz in Ordnung. Ich könnte jetzt halt auch ewig einklopfen. Einen neuen Concealer habe ich gerade nicht, deswegen benutze ich schnell den Shape Tape von Tarte. Weil ich den ja gerne aufbrauchen möchte, gebe ich mir ein ganz bisschen unter. Ja, was heißt ein ganz bisschen? So wenig ist das jetzt auch nicht.
Ich conceale im Großen und Ganzen eigentlich nur unter den Augen. Um da nochmal ein bisschen aufzuhellen, die Schatten wegzunehmen. Und mehr Concealer brauche ich dann auch nicht. Blende das halt ein bisschen aus. Beim Ausblenden gehe ich ein bisschen dann auch an die Nase, weil ich ein bisschen zu viel Produkt gerade genommen habe. Damit ich das wirklich auch alles hier gut einarbeite. Kein überschüssiges Produkt da bleibt. So, jetzt sehe ich ein bisschen totweiß aus, so alles in einem Ton. Aber das regeln wir jetzt gleich. Ich benutze aber jetzt als allererstes Puder. Da habe ich auch ein neues, was ich gerne testen möchte. Und zwar von Manhattan das Soft Compact Powder in Natural Look. Das war jetzt im Adventskalender. Das würde ich sehr, sehr gerne testen. Genau, das ist die Farbe 10 Transparent. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Ich gehe da einfach mit dem Puderpinsel ein bisschen rein. Trage mir das überall ein bisschen auf. Ich habe gehört, dass das Puder sehr gut sein soll. Bin gespannt. Ah, tatsächlich habe ich selten auch ein richtig schlechtes Puder gehabt. Also, solange es jetzt eigentlich total cakey macht. Weiß nicht, hat ein Puder jetzt nicht unbedingt was krass Schlechtes. Ich finde, alle kann man fast verwenden. Klar, es gibt teilweise bessere, die richtig, richtig fein gemahlen sind. Aber so insgesamt kann ich eigentlich mit den meisten Pudern umgehen und sie zumindest aufbrauchen. So. Sieht soweit ganz gut aus. Ist jetzt kein Wow-Puder, aber es tut auf jeden Fall das, was es soll. Genau, werde ich auf jeden Fall weiterhin benutzen. Ich gehe nochmal kurz über alles drüber, damit ich auch nichts vergessen habe. So. Ich finde, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Jetzt, das Puder hat es halt wirklich sehr matt gemacht, finde ich. Ich weiß nicht, ob in der Kamera sieht es immer noch leicht glänzend aus, finde ich. Aber wenn ich so in den Spiegel gucke, das hat mich jetzt doch schon ein bisschen matt gemacht. Und auch ein bisschen, habe ich das Gefühl, cakey. Also, es ist okay. Das muss ich auch mit einer anderen Foundation probieren, weil das ist jetzt auch eine matte Foundation. Ist vielleicht dann auch die Kombi, die es so ein bisschen macht. Ich finde es jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Von beiden sieht es auf jeden Fall ganz gut aus, würde ich sagen. Und vom Nahen, ja, ist in Ordnung. Habe ich schon bessere gesehen, aber auch schlechtere Bases. So, jetzt gehen wir in das spannende Produkt, weil jetzt kommt für mich erstmal die Augen dran. Und wie gesagt, für mich das Highlight dieses Videos ist die Natasha Denona I Need a Warm Palette. Ja, was sage ich zu dieser Palette? Die kam relativ schnell. Also ich finde, Natasha Denona holt momentan auch ein bisschen alles raus. Hier hat ein Spiegel, da habe ich noch die Folie drauf. Und das ist die Palette. Ja, ist das jetzt eine Must-Have-Palette? Nein, nicht unbedingt, würde ich sagen. Also für mich auf jeden Fall nicht. Ich stehe ja eigentlich mehr auf die bunteren Sachen. Ich habe auch schon die I Need a Nude-Palette. Die ist ein bisschen kühler, finde ich. Ja, die ist... Ja, ich weiß nicht. Wenn ich warm lese, dann denke ich noch an noch wärmer, wisst ihr? Ich finde nicht, dass sie extrem warm ist. Ich finde zum Beispiel... dieser Ton und der, die sind jetzt für mich nicht so warm. Okay, der obere vielleicht, aber ich finde, hier sind auch genug kühle Töne in meinen Augen drin. Ja, es ist halt einfach eine neutrale Palette, sagen wir es so. Ich finde jetzt nicht exorbitant, dass sie warm ist, aber gut. Wir probieren sie einfach aus. Ich musste sie vollständigkeitshalber haben. Let's go. Wir machen heute einen Nude-Look, logischerweise. Ich werde die jetzt hier auch nicht swatchen. Ich teste ein paar Farben aus. Und ich würde zuerst hier in den Ton Mellow gehen und das in meiner Crease auftragen und darüber hinaus. Dafür nehme ich so einen fluffigen Blendepinsel und trage das... Oh, hat sich wieder der Concealer hier abgesetzt und die Foundation. So, jetzt trage ich das mit dem fluffigen Blender auf, ganz großflächig. Kommt schon gut was aufs Lid, obwohl ich nur leicht rein bin und es natürlich auch abklopfe. Aber typisch Natasha Denona Qualität, also lässt sich auch gut verblenden. Ich bin halt wirklich ein Fan von ihren Paletten, muss ich sagen. Deswegen habe ich sie mir auch gekauft, obwohl sie jetzt eigentlich nicht meinen Namen schreit. Aber ich brauche das. Ich hoffe nur, jetzt lässt sie es mal wieder. Also, dass wir jetzt ein paar Farben wieder kriegen, wie die
Jacke-Palette. Ja, weiß ich nicht. Ich fände es schöner, wenn sie jetzt mal ein bisschen was Farbiges wieder raus hat, weil davor gab es ja, glaube ich, diese Goldpalette oder Golden, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Die habe ich auch hier, aber noch nicht benutzt. Die war ja schon sehr nude. Und deswegen wird es mal wieder Zeit. Ich weiß gerade gar nicht, welche davor kam. Das habe ich schon irgendwie mal auf dem Plan. War das davor, war die Xenon im letzten Jahr so Richtung Winter, kann das sein? Ja, die habe ich auch noch nicht benutzt. Und davor war die Einide nude, genau. Ja, wie gesagt, es kam lange nichts Farbenfrohes mehr. Das würde mich sehr freuen, wenn da wieder was kommt. So, ich baue gerade die Farbe übrigens noch ein bisschen auf. Das ist das Gute. Man kann es halt sehr schön ausblenden. Man hat nicht zu viel. Also sie sind pigmentiert, aber es ist jetzt nicht so, dass sie es nicht mehr verblendet kriegt und nichts. Deswegen kann man das auch gut wieder aufbauen. Das ist richtig schön. Das gefällt mir sowas. So. So viel dazu. Dann geht's weiter. Wir gehen mal in Soft Spot. Das ist dieser Ton hier. Da gehe ich mit einem kleineren Blendepinsel rein. Ich kann auch mal euch mal ein bisschen näher noch holen, Leute. Sorry. So. Da gehe ich rein, klopfe es wieder ab, weil ein bisschen Kickback hat es. Und ich glaube, ihr seht, das sieht schon schön aus. Also wer jetzt wirklich eine Nude-Palette braucht und so ein bisschen, die so ein bisschen mehr ins Warme geht, nicht extrem, aber leicht, der könnte mit dieser Palette auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Die Qualität, jetzt anhand dieser zwei Farben kann ich es natürlich nur bewerten, ist wie immer super. Und wer auf sowas steht und sowas braucht oder vielleicht auch einfach tagtäglich verwendet, für die Leute ist das natürlich richtig was. Ich habe eine riesen Sammlung, ich werde die nicht so häufig benutzen. Aber für Leute, die wirklich jeden Tag so einen Nude-Look schminken, kann das natürlich was sein. Und für die ist es dann vielleicht auch was, eine zweite Nude-Palette zu haben, wie die I Need a Nude. Um so ein bisschen variieren zu können in den Untertönen. Das verstehe ich alles, genau, aber ich bräuchte es jetzt nicht zwingend. So. Nee, aber es klappt super. Ihr seht es ja, es kommt super Farbe aufs Lid. Also, es enttäuscht auf jeden Fall nicht. So, weil ich viel dazu. Ich werde es jetzt einmal kurz mal ausblenden. Gehe mit den beiden Farben auch einmal ans untere Lid. Ich persönlich bin auch kein Fan davon. Also klar, kann jeder machen, wie er möchte. Aber es gibt einige Leute, die so einen kompletten Lidschattenlook halt schminken, aber das untere Augenlid nicht mit schminken, sagen wir mal so. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich finde, das sieht dann so unfertig und nackig aus. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, weiß nicht, halte ich nicht so viel von, aber kann natürlich jeder, manche Leute finden es schön, dann sollen sie das gerne tun. Aber das kann ich nicht haben. Ich finde, dann sieht es einfach nicht schön aus und irgendwie nicht harmonisch. Genau. So sieht es einfach passender aus. So. Ich schminke heute dementsprechend was recht Leichtes. Ich gehe vielleicht aber noch einmal, um zu gucken, wie der Ton ist, in Pep rein. Das ist dieser dunkelste Ton. Den möchte ich einmal ganz punktuell außen auftragen. Ich möchte einfach auch gucken, wie der so ist. Mein Pinsel hart irgendwie, naja. Ja, das ist ein schöner Ton, der gefällt mir richtig gut. Damit kann man wirklich komplett abdunkeln. Das ist sehr, sehr schön. So. Das Ganze blende ich jetzt auch noch einmal grob zusammen. So.
könnte man natürlich alles noch ein bisschen ordentlicher machen, aber ich denke, das gefällt mir ganz gut. Mit dem dunkelsten Ton gehe ich auch einmal hier am Wimpernkranz, nur ganz außen entlang, damit es sich dann so ein bisschen trifft. So. Und jetzt gucken wir mal, welchen nehmen wir denn an Schimmer. Dieser ist natürlich der spannendste. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das seht. Ja, keine Ahnung. Vom Licht ist das schwierig. Phenomena, der ist nämlich Duochrome oder sogar Multichrome. Das kann ich gar nicht genau sagen. Wäre vielleicht spannend, den zu benutzen, oder? Seien wir ehrlich, ja komm. Hier seht ihr den. Der sieht im Fähnchen, wenn ich den verschieden halte, geht der so ein bisschen ins Grünliche. Er ist Bronze und hat auch teilweise was Goldenes. Ich weiß nicht, wie gut das hier irgendwie in der Kamera rüberkommt. Ist, glaube ich, schwierig. Aber den trage ich mir jetzt einfach mal mit dem Finger aufs Lid auf. Oh, da kriegt der richtig was Orange-Rötliches auch noch. Oh, der ist schön. Der ist schön. Und je nachdem natürlich, wie dann das Licht drauf fällt oder die Sonne vor allem. Ich habe jetzt leider draußen ist komplett bewölkt. Kein schönes Wetter. Ich habe hier nur künstliches Licht und das auch noch nicht so perfekt ausgeleuchtet. Deswegen sieht man das wahrscheinlich noch nicht so gut. Aber wäre es jetzt richtig schönes Sonnenwetter draußen, ich glaube, dann würde das richtig geil aussehen. Also ich finde es so schon schön. So. So sieht das gerade aus und ich finde es sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich gucke noch gerade, ist da ein Ton noch irgendwie für die Lidfalte, Lidfalte, sag ich schon, für den inneren Augenwinkel. Ich weiß nicht, ob der, aber ich glaube, der ist auch ein bisschen zu dunkel dafür. Ja, der ist, glaube ich, für mich zu dunkel, aber ich kann ihn mal auftragen in der, im Innenwinkel. Wäre halt schöner, wenn es noch ein bisschen heller einer wäre, muss ich sagen. Aber es ist okay. Für den Innenwinkel geht's. Den würde ich mir jetzt aber nicht unbedingt unter die Braue auftragen. Ja, das sind die Farben aus der Palette. Ich finde sie, wie ich es mir schon gedacht habe, super. Es ist nicht absolut mein Farbschema, aber es ist auf jeden Fall eine solide, tolle Palette, so wie ich es kenne. Genau. So viel dazu. Dann machen wir jetzt als erstes die Augenbrauen, weil sonst sieht das auch immer so komisch aus. Ich finde, Augenbrauen gehören dann einfach dazu. Und da habe ich die zwei neuen Produkte aus der Blissim-Box, die ich euch vorstellen möchte. Aus der Blissim-Box September, die ich ja teilweise auch zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und das waren die Auswahlprodukte. In meiner eigenen Box, habt ihr hoffentlich gesehen, habe ich mir den Anastasia Beverly Hills Brows ausgesucht in der Farbe Dark Brown. Und den probieren wir jetzt mal aus. Hat eine ganz, ganz feine Mine. Und ich guck mal. Ja. Ich muss sagen, ich bin übrigens geübt so mit Puder. Also im Normalfall benutze ich immer Puder und sowas hier nicht. Deswegen muss ich jetzt mal gucken. Weil ich finde einfach, Puder ist das Einfachste. Verzeiht auch am meisten. Geht ganz flott, wenn man einen guten Pinsel hat. Zack, zack, ist die Augenbraue fertig ausgemalt. Das mag ich eigentlich schon ganz gern, weil ich verbringe nicht so gern viel Zeit damit, meine Augenbrauen auszufüllen, bin ich ehrlich. Die Farbe passt eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, in der Sonne ist mein Haar super hell geworden. Aber vom Ansatz her passt das ganz gut. Da bin ich halt eigentlich dunkler. Keine Ahnung, Leute. Früher war das nicht so. Inzwischen bleicht die Sonne irgendwie meine Haare komplett aus, dass sie da fast blond sind. Also sieht man auch nur dann in der Sonne, dass sie so, so hell sind. Aber sind sie tatsächlich. So. Das ist ganz gut. Auf der anderen Seite habt ihr hier so einen Spoolie, den ich dazu benutze, um das ein bisschen noch auszublenden. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass es irgendwie mit Puder noch ein bisschen natürlicher aussieht. Ist einfach meine Meinung. Vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht so drauf, mir zu stiften, aber ich werde, glaube ich, immer mehr der Puderfreund bleiben, aber das ist absolut in Ordnung hier. Ich werde das Produkt auf jeden Fall benutzen. Ich finde es gut.
Nur eine andere Anwendung ist mir lieber. So, jetzt geht das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. Und ich bin gespannt, wie lange einen der hält, weil letztendlich ist die Mine so dünn, dass man irgendwie schon recht viel Produkt in dem Sinne verbraucht. Das Schöne ist, dass man das richtig gut mit diesem Spoolie nochmal verblenden kann. Das heißt, ich sehe richtig, wie sich das Produkt auch nochmal ein bisschen verschmiert. Verschmiert hört sich ein bisschen so an, als wäre es was Schlechtes. Ich finde es gut ausblenden lässt. Sagen wir es so. Es lässt sich so ein bisschen noch ausblenden und füllt dann nochmal besser die Lücken auf und lässt das Ganze auch nochmal ein bisschen natürlicher wirken. Das gefällt mir sehr, sehr gut, dass das geht. Weil ich es halt gerne hier vorne auch so ein bisschen leichter habe und nicht so hart. Yes, Augenbrauen ähnlich hinzukriegen ist für mich auch so eine Schwierigkeit, aber ich glaube, ich lasse es jetzt dabei. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung, wie es aussieht. Ja, ist in Ordnung. Also das Produkt mag ich. Ich muss es öfter anwenden. Ich werde es auf jeden Fall benutzen. Es gefällt mir für einen Stift, dafür, dass ich Stifte sonst nicht benutze, finde ich sehr gut. Ja, kann ich weiterempfehlen. Und dann geht es jetzt zu dem Fenty-Produkt, was ich mir selber nicht ausgesucht habe, aber in der zur Verfügung gestellten Blissin-Box dabei war. Das ist der Brow MVP. Das ist, der hat auf einer Seite erstmal so eine Bürste und das ist so ein Wachs. Das könnt ihr einfach so ein bisschen rausdrehen. Und genau, ist so ein Brow-Wax. Und das könnt ihr einfach einmal so entlang fahren, auch aufbauen. So, zack. Und ich mag solche Anwendungen. Ich habe auch genauso einen Teil von Catrice. Und ich mag das ganz gerne, weil es einfach schnell geht. Zack, zack, fertig. Und jetzt nehme ich mir nochmal das Bürstchen und bürste das nochmal ein bisschen zurecht. Ich bin niemand, der das so nach oben bürstet, finde ich. Ich persönlich finde es grauenvoll. Das ist für mich so ein Trend, wo ich denke, da werden die Leute in ein paar Monaten sagen oder in ein paar Jahren, oh mein Gott, wie konnte ich diesen Trend mitmachen? Er sieht aus, ein bisschen aus wie ein gerupftes Huhn, finde ich. Nur persönliche Meinung. Wenn Leute das schön finden, können sie das gerne schön finden. Aber ich finde es halt genau so ein Ding wie damals, weiß ich noch, wo jeder die Augenbraue so übelst dünn hatte. So wirklich nur so einen kleinen Strich. Das habe ich damals auch schon nicht mitgemacht, weil ich habe sie dünner gemacht, als sie vorher waren. Aber nicht so dünn, finde ich. Also so wie sie jetzt sind, hatte ich sie seitdem. Vorher waren sie noch buschig, das sag ich mal so. Und da haben sie auch alle gesagt, oh, wie konnte ich nur so eine Augenbraue haben? Ja, das habe ich mir damals auch gedacht und habe es nicht gemacht. Und jetzt ist halt dieses nach oben kämmen. Und ich finde, das sieht einfach ein bisschen verrückt aus. Wie so ein verrückter Wissenschaftler. Aber wie gesagt, fühlt euch bitte nicht angegriffen, wenn ihr das macht. Das ist ja, ihr müsst es auch nicht schön finden, wie ich mein Make-up handhabe. Ne? Nur, dass ihr das wisst. Fühlt euch nicht angegriffen. Das soll es nämlich überhaupt nicht sein. So. Ja, finde ich auch gutes Produkt. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie gut es hält. Aber da ich sie wirklich nicht komplett nach oben bürste, ist das bei mir nicht so schwierig, dass sie gut halten. Klar, manchmal kann es sein, dass hier mal eine so runterklappt. Das möchte ich natürlich vermeiden und ich hoffe, dass das klappt. Ja, nächstes Produkt habe ich von Aieco London. Den iDuo Liquid Eyeliner. Warum ist das ein Duo? Man weiß es nicht. Das ist dieser, den hatte ich mal in einer Box. Kann auch sein, dass es auch die Blissin Box war. Ich glaube tatsächlich ja. Ich hole das Ganze mal raus. So sieht das gute Stück aus und den werde ich jetzt einfach mal verwenden. Gucken wir uns das Ganze mal an. Es hat so eine, ja, Filzstiftmine, was ich immer ganz gut finde. Und wir gucken mal, wie gut sich damit ein Eyeliner ziehen lässt. Das ging schon mal ganz gut. Der gibt nicht zu viel Farbe ab, aber ich glaube genug, um beide Augen gut zu schaffen. Ich habe nämlich einen gerade von, wo habe ich den hier drin? Ich glaube schon, warte mal kurz. Oh ja, von Makeup Revolution. So sieht der aus und der ist so nass. Ich habe da irgendwie immer Angst mit zu hantieren, weil der ist so, da ist viel zu viel Produkt. Also in meinen Augen, ich finde das nicht so gut.
Natürlich darf man auch nicht zu wenig haben, aber der hier ist super. Ich kann dabei auch nicht so gut reden, Leute, weil ich muss mich übelst konzentrieren. Aber ich glaube, das kennt ihr, weil es ist immer sehr schwierig, ne? Vor allem die ähnlich hinzukriegen. Ja, ich lasse es mal so und mache ich noch einen Wing? Ich glaube schon. Der Wing ist bei mir auch immer so eine Sache, den gleich hinzukriegen, das finden natürlich generell alle. Aber ich war mal gelähmt und dieses Auge, das habt ihr wahrscheinlich schon öfters gesehen, ist in dem Zuge kleiner geworden. Also ich kriege das nicht mehr so weit auf wie das andere in dem Sinne. Und dadurch hängt auch das Lid so ein bisschen anders. Und hier, wenn ich den ganz normal mache, sieht es immer höher aus als hier. Hier hängt es einfach ein bisschen, das Lid. Und deswegen ist es echt schwierig, das manchmal anzupassen. Ich muss also quasi komplett einen anderen Wing machen. Also eigentlich es falsch machen, damit es richtig ist. Wisst ihr, was ich meine? Und auch das gelingt nicht immer. Ich finde jetzt einigermaßen, der ist ein bisschen dicker geworden. Aber von der Richtung her geht's, würde ich sagen. Ja, das ist in Ordnung. So lasse ich das jetzt. Also den finde ich bisher, erster Eindruck, ganz gut. Werde ich auch weiter benutzen. Jetzt springen wir erstmal ein bisschen. Wimper mache ich immer am Ende. Das heißt, wir machen weiter mit Bronzer. Und da habe ich auch einen neuen. Und zwar auch aus dem Manhattan Adventskalender. Der Natural Bronzer Ultra Feines Bronzing Powder steht da drauf. Und es ist die Farbe 001 Sunlight. Gucken wir doch mal, wie der ist. Ich bin sehr gespannt. Der hat so ganz leichten Schimmer drin. Sieht man jetzt so, glaube ich, nicht. Aber wenn ich genau drauf gucke, hat er da ein bisschen was drin. Aber ich denke, das wird nicht sichtbar sein, wenn ich das auftrage. Der ist schon sehr rötlich. Also ich weiß nicht, ob man das in der Kamera nachher im Schnitt sehe ich es vielleicht auch so. Aber wenn ich im Spiegel gucke, hat er schon wirklich einen krassen Rotstich. Muss man halt mögen, ne? Da ich den Bronzer immer sehr leicht auftrage, finde ich das persönlich jetzt nicht so schlimm, weil ich den halt gleich noch ordentlich ausblenden werde. Ich möchte nicht, dass das so übelst im Fokus steht. Klar möchte ich ein bisschen Bronzer tragen, aber dezent. Ich stehe nicht darauf, wenn man so einen richtig heftigen Balken dann da eigentlich hat. So, ein bisschen was unter die Nase. So. Ich benutze den Bronzer auch gleichzeitig mit als Kontur. Ich weiß, das ist nochmal ein Unterschied, aber so ein bisschen an die Stellen gebe ich das auch, wo man konturieren würde. So. Ich habe das Gefühl, dass er sich aber ganz gut ausblenden lässt. Das gefällt mir ganz gut. Soweit, so gut. So sieht es jetzt gerade unverblendet aus, wie ich es auftrage. Gefällt mir, werde ich weiterhin benutzen tatsächlich. Bisher gefällt mir, glaube ich, jedes Produkt eigentlich ganz gut. Also ich hatte jetzt noch keinen krassen Flopper dabei. Ich hoffe, es bleibt so. Genau, gehe dann ein bisschen mit dem Puderpinsel nochmal drüber, damit es schön eingearbeitet ist. Und es wirklich nur noch ganz leicht sichtbar ist. Dass es wirklich natürlich aussieht und nicht einfach nur zugeklatscht mit Bronzer. So, das finde ich persönlich ganz schön. So, jetzt kommt ein Produkt, auf das ich mich sehr freue. Und zwar ist das von NYX Professional Makeup Buttermilk Blush. Das ist einmal dieser Orangeton und dazu habe ich den passenden Pinsel. Das ist die Farbe Sooner the Butter. Ja. Den, boah, ich kriege nicht auf. Ich dachte, das passt jetzt ganz gut, weil es hier nochmal auch ein recht warmer Blush ist. Ja, hat auf jeden Fall gut Schimmer da drin. Ich weiß nicht, ob das nun ein Overspray ist oder nicht. Aber ich benutze jetzt auch mal diesen Pinsel. Mal gucken, ob das was kann. Ich werde sehen. Gehen wir mal schön rein da. So.
riecht auch ganz schön. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wonach, aber er riecht. Hui, hui. Oh Gott. Seht ihr das? Ich sehe es tatsächlich noch nicht so im Spiegel, aber in der Kamera wirkt es für mich so richtig metallisch, oder? Oh Gott. Ja, mal gucken, ob das dann was für mich ist. Ich stehe nämlich nicht so auf Metallic Blushes, muss ich sagen. Boah. Boah. Ja, weiß ich nicht. Ob das. Schade. Ich hätte gehofft, dass er irgendwie ein bisschen mehr meinen Geschmack trifft. Ich habe es jetzt hier auch ein bisschen doll, ne? Hätte ich ein bisschen weniger reingehen sollen. Aber wir gucken gleich mal. Ich blende das natürlich auch nochmal aus. Leute, ich sehe ein bisschen bescheuert aus, ne? Naja, was soll's. Es ist ein Testvideo, da darf das. Ich blende das Ganze jetzt einmal nochmal mit dem Puderpinsel. Und hoffe, dass ich das einigermaßen hinkriege, dass es schön aussieht, weil noch bin ich mir da nicht so sicher. Auf dieser Seite finde ich jetzt geht's. Hier muss ich noch ein bisschen ran. Aber das ist auch die Seite, wo das Fenster ist. Da bin ich ein bisschen mehr beleuchtet. Von daher sehe ich es vielleicht ein bisschen besser. Ja, es geht so ausgeblendet. Ich glaube, mein Favorit ist es jetzt nicht. Ich muss die andere Farbe auch mal testen. Vielleicht ist das jetzt auch nur die Farbe, die mir nicht so gefällt. Ich werde ihn weiter benutzen und noch ein paar Mal testen, weil man kann es ja immer noch nicht bei einer Anwendung sagen. Es passt an sich zum Look. Aber ja, ich teste es noch ein paar Mal. Also da kann ich euch jetzt noch nichts Genaues sagen, außer dass es sehr... Also der Pinsel ist in Ordnung. Aber es ist halt irgendwie so metallisch und ich weiß auch nicht, ob das die Farbe ist, die mir so gut gefällt. Ja, wir beobachten das Ganze mal. Aber, ja. Ich weiß das Finish halt nicht. Da kann ich kann es euch nicht sagen. Das Finish ist irgendwie so. Ich muss es mir noch genauer angucken. Beim Highlighter gehe ich jetzt einfach in eine Essence-Palette. Das ist nichts Neues, deswegen mache ich das ganz schnell. Gehe ich einfach mal ein bisschen rein. Zack, ein bisschen auf die Nase hier hin. Hier zum Highlighten. Genauso auch hier und ein bisschen unter die Augenbrauen, mache ich alles ganz grob mit einem Pinsel jetzt, zack, ready. Und dann gibt es jetzt Fixing Spray und da habe ich auch ein neues, also ist noch gar nicht neu, das habe ich schon ein Jahr, aber das habe ich noch nicht benutzt. MAC Prep and Prime habe ich tatsächlich noch nie benutzt, dabei mache ich Make-up seitdem ich 15, 16 bin, hatte ich noch nie, jetzt habe ich es. Das ist das Fix Plus mit Lavendel. Ich weiß, dass das an sich kein richtiges Fixing- oder Setting-Spray ist in dem Sinne, sondern, genau, steht ja auch drauf, Prep and Prime. Das kann man als, ja, das kann man für so viel nutzen, aber steht auch Skin Refresher, Finishing Mist, steht doch drauf. Ist hier mehr so ein Multitool, sag ich mal. Ich probiere es einfach aus und sprühe mir das mal direkt ins Gesicht. Ich nehme auf jeden Fall diesen Lavendelduft direkt wahr. Verfliegt aber schnell, also finde ich. Ich habe nicht die beste Nase, Leute, also wenn ihr das anders seht. Aber ich habe das Gefühl, es ist sehr schnell verflogen. Lavendel soll ja schließlich auch beruhigend sein. Also von daher, ich bin auch nicht der krasseste Lavendel-Fan, so vom Duft her. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Es hat sich schnell verzogen und wie gesagt, es wirkt beruhigend. Von daher, warum nicht? Fühlt sich gut an. Der Sprühnebel war vollkommen in Ordnung. Es gibt bessere, aber der ist auch absolut nicht schlecht. Verwende ich gerne weiterhin. Finde ich soweit ganz nett. Hat auch gut alles gesettet, würde ich sagen. Verbindet einfach nochmal alles so. Ja, mag ich. Und dann kommen wir auch schon zum vorletzten Produkt. Leute, ich bin schon verwirrt. Vorletztes Produkt. Die Mascara. Die habe ich, glaube ich, aus dem letzten Jahr aus dem Adventskalender von L'Oreal, wenn ich mich nicht täusche. Die Lash Paradise Mascara in Black. Die packe ich mal einmal aus und die probieren wir jetzt aus. Habe ich noch nie getestet. Let's see. So sieht die aus. Und das Bürstchen, oh, das ist eigentlich ein Bürstchen, was ich meistens mag. So ein schönes Fasernbürstchen und zwar recht groß. So, wir gucken mal. Ich
gehe meistens so mit zackigen Bewegungen dadurch, dann bleibt immer ein bisschen mit dem Produkt auch haften. Erste Schicht okay, kann ich jetzt nichts Besonderes zu sagen. Ich habe aber auch immer so Wimpern. Meine Wimpern sind, finde ich, in meinen Augen recht kurz und recht gerade. Das ist immer nicht so schön. So, ich lasse mal gerade, das ist jetzt so die erste Schicht. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das gut erkennen könnt. Hat jetzt noch nicht so krass was gemacht, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Ich lasse gerade ganz bisschen antrocknen und dann machen wir die nächste Schicht. So, jetzt machen wir noch eine zweite Schicht. Und gucken mal, wie das geht. Ja, doch, jetzt werden sie auf jeden Fall nochmal länger und nochmal voluminöser. Doch, finde ich gut tatsächlich, ja. Also ich bin immer so ein Mittelding bei Mascara. Ich mag es nicht, wenn die Wimpern komplett zusammenklumpen, also zu doll. Ein bisschen ist okay. Mag ich tatsächlich aber noch lieber, als wenn sie wirklich nur meine einzelnen, weil ich habe gefühlt nicht so viele Wimpernhaare in meinen Augen. Und wenn die nur so ganz dünn umhüllt werden, dass jede einzeln ist, ich finde, dann sieht man so gefühlt nichts. Also ein bisschen zusammenkleben ist für mich in Ordnung und gut. Aber natürlich nicht too much, ne? Dass ich da so richtige Teile habe. So sieht das hier jetzt aus und ich finde, das sieht schon definitiv besser aus. Also zwei Schichten mache ich immer tatsächlich auch. Mehr muss es dann nicht sein, weil ich finde, man kann es halt auch übertreiben. Aber zwei Schichten sind, denke ich, ganz gut. Wie gesagt, das ist auch genau die Bürstenart, die ich eigentlich ganz gerne mag. So, die unteren Wimpern mache ich nicht mit der, weil ich glaube, es ist mit dem Bürstchen ein bisschen schwer. Da nehme ich eine, die ich immer benutze, und zwar die Catrice Glam & Doll in Wasserfest. Das ist meine Go-To für die unteren Wimpern, weil das Bürstchen recht schmal ist, ich mir nicht überall gegenhaue. Und es halt wirklich hält, weil aufgrund der Krankheit, von der ich vorhin gesprochen habe, weswegen mein Auge auch so ist, tränt mein Auge ständig. Das heißt, vor allem, wenn ich esse, nicht immer, aber so gut wie, ich sag mal, 98%, tränt dieses Auge dann. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, man verschmiert sich immer alles, da reibt man immer alles weg, weil man es natürlich mit dem Taschentuch wegmachen will. Und dementsprechend nehme ich dann natürlich aber auch dann unten wasserfeste Mascara lieber. So. Mascara ist auch unten drauf, sieht gut aus. Und dann haben wir jetzt das letzte Produkt zum Testen und das ist, das glaube ich, das zweitinteressanteste Produkt für mich. Und zwar habe ich von Tarte Maracuja Juicy Lip Plump. So sieht das gute Stück aus. Das habe ich aus vom Sephora. Ist mit so einem Klickmechanismus, das heißt, ihr klickt das unten raus. Kann man nicht mehr zurückklicken, deswegen nicht zu viel rausklicken. So sieht das aus, die Farbe auch. Finde ich sehr interessant. Und es ist die Farbe White Peach. So, ich nehme einmal noch kurz, ich hatte eben noch ein bisschen Lipgloss drauf. Lippenbalsam nehme ich kurz ab. Und jetzt gebe ich das mal auf. Wow. Es schmilzt übelst weg nach einer Zeit. Deswegen glaube ich tatsächlich, ist das nicht ein gutes Produkt für den Sommer, wenn es richtig heiß ist. Weil ich finde, jetzt schon ist es sehr schnell weggeschmolzen. Wenn es jetzt richtig heiß wäre, also jetzt gerade ist es absolut kalt, wäre das, glaube ich, noch mal der Fall. Und dann finde ich es echt schwierig, das, glaube ich, auch ordentlich aufzutragen. Ich nehme ein bisschen sowas Minziges, Mentholmäßiges wahr. Ich weiß jetzt nicht genau, was da drin ist tatsächlich. Steht jetzt hier auch so nicht. Ein bisschen prickelt es, aber wirklich sehr dezent. Es ist fast so wie ein kleines Minzbonbon, was jetzt nicht extrem ist. Also ganz leicht spürt man es auch ein bisschen im Rachen, muss ich sagen. Also wenn man das gar nicht mag, dann ist das nichts für euch. Ein bisschen finde ich immer okay, muss ich jetzt aber auch nicht haben. Ich finde, die Lippen sehen gut aus.
Es hat halt ein bisschen Farbe abgegeben, aber es ist halt eine sehr schöne, natürliche Farbe. Ja, sie sind wirklich sehr juicy halt, sehr glänzend gepflegt. Das gefällt mir sehr gut. Sowas benutze ich halt sehr, sehr gerne, weil es einfach schnell geht, man immer schnell dabei haben kann. Man kann schnell ohne Spiegel mal eben nachtragen. Deshalb mag ich das ganz gerne. Ja. Ich finde Look schön, muss ich jetzt am Ende einmal sagen. Könnt ihr mir gerne sagen, wie ihr es findet. Ist halt jetzt sehr natürlich. Ich finde jetzt so auch im Gesamten gehen auch die Wangen ganz klar. Also ich würde jetzt tatsächlich nicht sagen, dass mir irgendein Produkt gar nicht gefallen hat. Ich finde alle sehr schön. Und ja, ich liebe solche Videos. Ich probiere gerne neue Sachen aus. Natürlich verwende ich auch gerne alte Sachen von mir. Können wir auch eigentlich mal so einen Shop My Stash machen demnächst. Dass ich nicht nur die neuen Sachen probiere, sondern auch mal wieder ein paar alte Schätze rauskrame. Aber es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die Palette ist natürlich mein Highlight, klar. Aber auch das auf den Lippen finde ich sehr, sehr schön. Also eigentlich gefällt mir alles ganz gut. Am wenigsten würde ich sagen noch das Puder. Aber das muss ich auch mit anderen Sachen testen. Das sehen wir dann. Ja, aber ich bin zufrieden. Ich mag den Look. Ich finde es sehr schön. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich sehr, sehr natürlich. Was ja auch nicht immer bei mir so der Fall ist. Doch. Mag ich. Schöner, ausgelookt. Damit kann ich gerne heute unterwegs sein. Ich weiß dann noch nicht, ob ich irgendwas mache, aber ja. So viel zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!